Hallo Leute, grüß euch. Ich möchte mich jetzt nur mal zu dem Active Track 3.0 von der Mavic Air 2 äußern. Ich habe schon ein Video gemacht drüber. Ich verlinke euch das da oben einmal. Da hat man schon gesehen, wo die Grenzen sind von der Drohne. Die Kombination Motorrad-Drohne, was ich ja hauptsächlich mache, also ich filme hauptsächlich Motorräder, da sind die Grenzen relativ schnell aufgezeigt. Das Problem ist einfach die Geschwindigkeit und die Drohne. Wenn jetzt Hindernis im Weg ist, wie man es im ersten Video sieht, muss die Drohne natürlich reagieren. Dann wird es langsamer und muss das umfliegen. Dabei bist du mit dem Motorrad schon wieder weg. Also sollte man, wenn man sowas vorhat, wie man das jetzt in dem Video sieht, dass man möglichst nichts im Weg hat. Dann lässt sich das relativ gut machen. Die Höchstgeschwindigkeit von diesen 40 km/h ist sicher die untere Grenze beim Motorrad, und man sollte da eben schauen, dass man nichts im Weg hat. Vorsichtig muss man nur sein mit Gegenlicht. Dann hat es natürlich ein Problem mit der Hinderniserkennung. Das gibt schon etliche Videos, wo man es dann sieht, dass einfach abstürzt. Was aber dann auch logisch ist, weil es das einfach nicht sieht, was da passiert. So wie da jetzt in dem Video ist, da sieht man das wirklich schön, dass sie das machen lassen. Es gibt wirklich super Aufnahmen, und mit dem kann man was anfangen. Ihr werdet so sicher noch mehr von mir sehen. Ich hoffe, es gefällt euch, und Daumen hoch, würde mich freuen.